wollen wir sehen. Mit Tarifversachen. Ja, den wollen ja alle wissen. Ja. Naja. Wir haben keine 80 Stunden, denen sie versprochen haben. Wie du versprochen, aber gar nicht. Dann sind einfach in der eigenen Firma. Ganz Ruhe, ja. Erstens, die Tarifverhandlungen, die werden geführt von Ihnen mit der... mit dem Unternehmen, nicht mit mir. So, also deshalb, ich mache hier auch keinen Tarifvertrag und ich mache natürlich auch keine Tarifverhandlungen. So, und insofern kämpfen Sie für Ihre Rechte, das ist legitim. Und die Auseinandersetzung muss mit dem Tarifvertragspartner getroffen werden. Und wie Sie ausgehen, werden Sie dann sehen. Ja, da gibt es aber einen Vertrag, glaube ich, der hat auch noch ein paar andere Bedingungen. Sie haben die Mehrheit aber nicht zu sagen. Ja, ist auch egal. Auch bei der Mehrheit, werden Sie erreichen, dass ich hier für die Berliner Unternehmen in Tarifverhandlungen, die laufen, hier Positionsbeziehen. Das werden Sie wohl im Ernst nicht erwarten. So, die gesetzlichen Mindestlöhne gibt es überhaupt noch gar nicht. Es gibt keinen gesetzlichen Mindestlohn. Die haben bei uns im Vergabegesetz 7,50 Euro drin. Die haben wir nicht mal. Na, entschuldigen Sie bitte, nach meinem Kenntnisstand sind die gar nicht strittig. Doch, die sind strittig. Nein, die sind nicht strittig. Und es gibt auch einen Tarifvertrag mit einer anderen Gewerkschaft, die auch Beschäftigte vertritt. Und die hat ja wohl offensichtlich dieses Angebot akzeptiert. So, also deshalb müssen Sie sich auseinandersetzen. Dazu kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde gerne was dazu sagen. Ich bin die Verhandlungsführerin von Bergen, so wie Grisch. Es ist in der Tat so, dass der Sicherheitsdienst hier nach wie vor 6,58 Euro hat. Die Zahlen haben wir vom Arbeitgeber. Also es ist schon unter 7,50 Euro. Ganz so stimmt. Habe ich andere Informationen? Die Leute wissen doch, was sie verdienen, oder? Die Leute wissen doch, was sie verdienen, oder? Entschuldigen Sie mal bitte, nehmen Sie mal. Wir machen keine Tarifverhandlungen hier. Das ist uns auch gar nicht, sich hier aufzuregen, weil wir beide das nicht machen. So, ich kann Ihnen doch nur sagen, was mir gerade vorhin noch mal auch mein zuständiger Senator gesagt hat. Aber Sie könnten sich sehr wohl da reinklinken. Dass die 7,50 Euro die überhaupt gar kein Diskussionsthema sind. Doch, sind sie. Bei den neuen Angeboten, die auf dem Tisch liegen, habe ich so gehört. Und davon gehe ich auch aus, dass es so richtig ist. Ist aber falsch. So, und dass Sie mehr haben wollen. Wenn er das sagt, dann nehmen wir das. Und dass Sie mehr haben wollen, dass Sie. Das kann ja sein. Kann ja sein. Werde ich auch nochmal nachhaken. Aber kann ja sein. Aua! Ja, ist okay. Es geht um Pressekonferenz hier. Nochmal schnell. So, aber ist doch in Ordnung, dass Sie mehr fordern? Ist Ihr legitimes Recht? Und wie das bei Tarifauseinandersetzungen so ist, da wird man sich am Ende irgendwo einigen müssen. So. Und diese Einigung müssen wir aber nicht mit mir hinkriegen, sondern die müssen wir natürlich mit Ihrem Partner, der mit Ihnen verhandelt, hinkriegen. Sie tragen aber die politische Verantwortung für die Teilprivatisierung. Ich trage die politische Verantwortung. Ich trage vor allen Dingen die politische Verantwortung dafür, dass ein Unternehmen auch, was dem Land Berlin gehört, mit dem, was es an Geld hat, zurechtkommt. Ja, auch das kann sein, weil Sie haben auch bei der BVG andere Tarifsituationen als bei der BSR. Oder Sie haben im öffentlichen Dienst andere Tarifsituationen. Die Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, bei mir in der Verwaltung, die hätten auch mal gerne die Tarifsteigerung gehabt, die es bei den Unternehmen gegeben hätte. Haben Sie auch nicht gekriegt. Also warum ist Geld für Griechenland da? Aber die Leute, mehr verdienen. Sich private Leute ins Boot holen, die daraus Millionen an Steuergeldern abziehen. Mit der S-Bahn. Ja, das sehe ich nicht. Die Folgen sind, dass wir jetzt die Frage, wie man Tarife gestaltet und welche Tarife man ausgibt, können Sie in jeder Rechtskonstruktion unterschiedlich machen. Nämlich in der Weise, dass der Arbeitgeber im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, Angebote zu machen und das legitime Recht, sage ich nochmal, deshalb können die auch streiten, da völlig in Ordnung. Dass Sie sagen, wir wollen ein anderes Gehalt haben. Das kann ich in Ordnung. Wir wollen nur leben können. Das ist es. Sie brauchen sich ja keinen Kopf zu machen. Und deshalb ist auf dem Buckel der CFM-Mitarbeiter. Die Stadt rühmt sich mit der Charité als Vorzeigemodell. Wir verdienen mehr. Wir verdienen weniger. Und die Auseinandersetzung läuft in den bestehenden Tarifverhandlungen. Und wenn die an den Verhandlungstisch zurück mit dem
das verhandeln und dann soll man sich bitte einigen. Aber Herr Wohlbereit, Sie haben doch die Höhe. Um bestimmte Dinge, die jetzt hier die Kollegen alle hier sind und für ihr mehr Geld streiken und bessere Arbeitsbedingungen, sich dafür einzusetzen, um zu sagen, das gesamte Konstrukt, die gesamte Verhandlung auch zum Erfolg zu bringen. Sowohl als auf der Seite, so wie auf der Seite. Aber da passiert nichts. Da passiert nichts. Das habe ich anders gehört, dass Sie nicht mehr verhandeln wollen. Und dementsprechend sollen die Gewerkschaften dann dem Verhandlungsangebot, das ist das übliche Verfahren bei Verhandlungen, ihre Vorschläge machen. Die fordern dann immer 80 Euro mehr. Bitte, das Unternehmen sei in der Lage, bereit ist, das auszutragen. Ja, aber nicht dadurch, dass wir beide das machen. Führen Sie CFM und Charité privatisierte Wasserbetriebe, Wohnungen, Ausverkauf von CFM, das ist die Bilanz von SPD zu sagen. Ja, die Wahl ist doch so. Sofort geht ja sowas auch nicht. Aber ich sage, für die Banken, da geht alles sofort. Ja, da geht es ein paar Tage, ist alles durch. Die laufen ja, glaube ich, Ende des Jahres aus. Mit 1000 Euro netto sind die endgültig auslaufen. Und das verlängert das Konzept. Dann haben wir ja Feigenblatt noch. Das ist was Soziales. Und dann ja, das ist ja, genau, das ist ja, können wir Party machen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht als Personalrat. Mittagspause. Nein? Ja? Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie dann ohne Verhandlungen streiten, wir haben noch lange genug verhandelt. Wir haben ja schon im Mai verhandelt mit den Wir wollen verhandeln. Zwei Urlaubstage wollen sie uns nehmen und keinen einzigen Cent mehr, Mann. Ich hab nicht beleidigt, ich bin nur lauter geworden. So beeinflusst mich nicht. Ich will die auch nicht. Kolleginnen und Kollegen, zeigen wir doch mal, was wir von den Lehren von der Zeitung des Bürgermeisters halten. Sich nicht.